Hey Rob, I'm going to Miller all over your Kunis. I'm gonna Channing all over your Tatum. And I'm going to Cranston all over your Brian. I'm gonna Emma all over your Watson. Warum war das auf einmal so lustig? Momentan gibt es einen großen in der YouTube-Community. Du meinst Aufschrei? Hab ich doch gesagt. Gaming ist nach Musik ja vermutlich die größte Sparte auf YouTube und ganz, ganz viele Let's Player leben davon, ihre Gaming-Sessions auf YouTube hochzuladen. Ja. Dabei gibt es aber ein Problem, und zwar, dass die Leute, die diese Let's Plays hochladen, gar nicht die Rechte an dem Material haben, was sie da eigentlich hochladen. Das gehört nämlich den Publisher. Die meisten von denen wissen auch, wie wichtig Let's Plays für den Erfolg ihrer Spiele sind. Wenn Gronkh oder PewDiePie eins ihrer Spiele zocken, dann ist es quasi kostenlose Werbung und zwar geile Werbung. Deswegen erlauben auch so gut wie alle, dass man ihr Material nutzt und monetarisieren, also Geld damit verdienen darf. Make my money rain. Make the money rain. On the choo-choo train. Jetzt hat aber YouTube die Art und Weise verändert, wie sie urheberrechtgeschütztes Material erkennen und tausende Videos geclaimt. Claimen heißt hierbei, dass die Werbeeinnahmen dieser Videos jetzt an die eigentlichen Rechteinhaber und nicht mehr an die YouTuber gezahlt werden. Das bedeutet, dass vielen YouTubern über Nacht ohne Vorwarnung ihre Lebensgrundlage entzogen wurde und ohne Hinweis darauf, wie es weitergehen wird. Interessant ist dabei, dass die Publisher jetzt versuchen, die YouTuber zu verteidigen und ihnen dabei helfen, ihre Videos wieder zu monetarisieren. Das ändert aber nichts daran, dass sie momentan sehr viel Geld verloren geht. Was momentan auch für Angst in der YouTube-Community sorgt, ist, dass YouTube jetzt nächstes Jahr ein neues Projekt starten will, wo Videos hochgeladen werden müssen, bevor sie eigentlich rauskommen, und zwar zum Teil Tage oder sogar Wochen, weil die ganzen Videos erst vorher gecheckt werden müssen, ob sie nicht irgendjemand anderes Content klauen. Und dann kann man erst Geld damit verdienen. Und wenn man das dann direkt hochladen will, wie zum Beispiel bei News-Videos, die am selben Tag rauskommen können, muss man sich dann entscheiden, will ich mit dem Video Geld verdienen oder möchte ich, dass es aktuell ist. Und also, beides geht nicht. Voll Kacke, ne? Voll Kacke. Wie es weitergeht, wird sich zeigen, aber wenn sich nichts Grundlegendes ändert, könnte das das Ende der Existenz vieler Let's Player und vielleicht auch vieler YouTuber generell bedeuten. Interessieren euch so eine YouTube hinter den Kulissen-Fakten als User? Wenn ja, dann schreibt es auch unten rein, dann können wir ab und zu mal, wenn wir was mitkriegen, drüber berichten. Da rein. Jetzt noch ein paar Happy News, und zwar haben wir in EVE Online, das ist ein riesiges Weltraum, mega krasses Spiel, das es schon ganz lange gibt, in dem man auch mit echtem Geld Spielzeit kaufen kann und mit Ingame-Geld auch Spielzeit kaufen kann. Das kann man so untereinander pandeln. Jetzt hatten die Macher des Spiels zu einer Spendenaktion aufgerufen, bei dem die Gamer sowohl mit echtem Geld als auch mit Ingame-Währung spenden konnten. Und da sind insgesamt 1060 Jahre an Spielzeit zusammengekommen. Das sind umgerechnet 140.000 Euro, die gespendet wurden. Ziemlich cool. Daumen dafür. Auch ziemlich glücklich macht uns die Ankündigung des Erscheinungsdatums von für Elder Scrolls Online. Und zwar wird es der 4. April 2014 sein. Für PC. Zwei Monate später kommt die Next-Gen-Konsolen-Version raus und wir werden alle abnerden. Skyrim in MMO, super cool. Was würdet ihr euch kaufen? Konsolen- oder PC-Versionen? Würde mich interessieren. Den vielleicht auch. Ab in die Kommentare. Wozu es auch News gibt, ist Fallout 4. Da gab es ja erst so eine Teaser-Webseite, die da so ein bisschen was gemunkelt hat. Die war aber fake. Jetzt gibt es aber erste Casting-Dokumente, die beweisen, dass das Spiel doch in Arbeit ist und es in Boston spielt. Und falls ihr es noch nicht wisst, Leute, neuer Godzilla-Film. Ich meine, Reboots sind jetzt nicht immer so das Coolste, was es gibt, aber der ist mit Bryan Cranston und wir freuen uns extrem drauf, weil wir den Trailer gesehen haben und ihr solltet den auch gucken, der ist in der Beschreibung. Sagt uns einfach, was ihr davon halten tut. Bitte, weil so geil. Außerdem in der Beschreibung ist ein Link zu Edge of Tomorrow. Das ist ein neuer Film mit Tom Cruise und Emily Blunt. Der basiert auf einem japanischen Buch. Das heißt All You Need Is Kill. All you need is kill. Da 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 da. All you need is kill. Da 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 da. All you need is kill. Kill. Das war mein Mikrofon. Shit. Der Film ist quasi Und täglich grüßt das Murmeltier Science Fiction Krieg Edition. Geil. Mhm. Also in dieser Geschichte gibt es zwei Soldaten, die sterben zum Schluss immer, aber dann erwachen sie wieder zum Anfang der Geschichte auf und können alles nochmal durchleben. Sie sind die Einzigen, die sich daran erinnern und bam, werden immer krasser und geiler und bashen irgendwann alle voll hart weg, yo. What? Also. Das hört sich an wie Bill Murray in noch cooler. Was? Bill Murray in noch cooler geht gar nicht. Ja, stimmt. Und wo wir gerade bei Trailern sind, diese Woche kam auch der neue Trailer zu Jupiter Ascending raus. Das ist der neue Film von den Wachowski-Geschwistern. Das sind die Macher der Matrix. Wow, warte, die haben die Matrix erfunden? Das heißt, die sind Architekten. Alles ist nicht echt. Du bist nicht echt. Das ist nur ein Computerprogramm. Da spielen Mila Kunis und Channing Tatum mit. I'm going to Channing all over your Tatum. And the link to the trailer is in the video description. Oh, sorry, I mean in the doobly-doo. And you should check it out and tell us what you think about it.
Yeah, bitch. It almost rhymed. Jetzt bitch, hab ich gesagt. Ich hab bitch gesagt, damit es ein Rap ist. Ja. It's a rap, you can wrap it up and you can eat it, put it in your mouth. Diese Woche gab es den Deutschen Entwicklerpreis und rate mal, da gab es Preise für deutsche Entwickler. Deutsche Entwickler? Crytek? Ja! Mm. Abgeräumt hat eigentlich nur Crysis 3 als bestes Konsolenspiel, bestes Actionspiel, beste Grafik, bestes überhaupt Spiel in ganz Deutschland überhaupt. Und bestes Bestes, hast du bestes vergessen. Bestes Bestes, genau, das war das. Bestes Bestes in Deutschland. Mm. Deutsches Bestes Bestes. Asbestes. Kannst einfach nicht aufhören, oder? Asbest. Lass es doch einmal gut sein! Nee. Es muss immer besser werden. Du musst immer das letzte Wort haben. Nein, das stimmt gar nicht. Schon cool, dass wir in Deutschland eine Firma haben, die ein so international wichtiges Spiel gemacht hat. Tja, ich meine, wir haben auch das Auto erfunden. Das stimmt. Und Fanta. Das ist noch viel wichtiger. Mhm. Ja. Gleichzeitig fanden auch die Golden Globe-Nominierungen statt, die uns einen schönen Ausblick auf kommende Oscar-Preisträger-Maybes geben können. Anwärter. Ja, Anwärter-Maybes, sag ich. Ja. Potenziell Potenzial. Mit 7 Nominierungen haben sowohl 12 Years a Slave und American Hustle die Nase vorn. Und mit Daniel Brühl ist sogar jemand Deutsches nominiert. Der hat nämlich Niki Lauda in Rush gespielt. Wow. Und jetzt hat er dafür eine Nominierung bekommen. Als Deutscher, cool. Voll Critic-Star. Als beste Dramaserie ist unter anderem Breaking Bad, wer hätte gedacht, oder die Netflix-Show House of Cards nominiert. Aber nicht nur die Serie an sich, sondern auch drei Schauspieler aus der Serie. Sowohl die Schauspielerin aus Orange is the New Black und Jason Bateman für Arrested Development, das sind alles Netflix-Serien und sie sind auch für den Fernseh-Golden Globe nominiert, obwohl das alles Internet-Shows sind. Krasse Sache. Ich sag's dir immer wieder, Internet is ruling the world. Das TV kommt. Is out. Yeah. And we are the revolution. We are rebellion. The Internet. We are Luke Skywalkerses and Han Solos Leases. Welche Internetshow? Also wie zum Beispiel Excalibur. Dann würdet ihr denn für den Golden Globe nominiert, hä? Schreibt es einfach nach unten in die Kommentare. Oder falls ihr mal vom Golden Globe zuschaut, macht es! Excalibur. Was? Excalibur. Excalibur. Komm, wir schmeißen noch ein bisschen Geld an zur Kamera. Wieso mach ich mich hier voll so angefangen? Wenn ihr einen Oscar hättet und in einen Film von 2013 geben könntet, welcher wäre es? Schreibt es da nach unten, weil ist so. Ja, genau. Esteban, Robin y Domenico y Excalibur. Das war Excalibur. Und dann gibt's ein Video. And I'm going to Brian all over your Cranston. I'm gonna Emma all over your Watson. And I'm going to Dwayne the Rock all over your Johnson. Oh Gott.